Angst vor einem Angriff oder Deutschland im Fadenkreuz. Die Geschichte ist nichts Neues, allerdings haben die USA die zweithöchste Warnstufe vor der Warnstufe Delta ausgerufen. Was das im Einzelnen für ganz Europa bedeutet, erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt sie ständig, die anhaltend hohe Gefahr von Anschlägen, vor allem hier von islamistisch motivierten Anschlägen. Es gibt jetzt hier in ganz Europa eine erhöhte Warnung der USA. Es betrifft hier vor allem die US-Stützpunkte und es gibt hier sogar eine Querverbindung zur Bundeswehr. Was ist im Einzelnen passiert? Dem US-TV-Sender Fox News sind Informationen eines Mitarbeiters des US-Verteidigungsministeriums zugespielt worden, also vom Pentagon. Es gibt hier, Zitat, es gibt glaubwürdige Informationen, die auf einen Angriff auf US-Stützpunkte in der nächsten Woche oder so hinweisen. Dieses oder so fand ich besonders witzig in dieser Aussage, denn zwischen einem Anschlag nächster Woche oder so, da liegen geheimdiensttechnisch gesehen Welten dazwischen. Es sind alle Stützpunkte in Europa betroffen und das sind wahrlich viele. Erinnern wir uns doch kurz zurück an den letzten Anschlag auf US-Soldaten auf deutschem Boden. Das war im Jahr 2011 am Frankfurter Flughafen, als von Arid Uka zwei US-Soldaten am Terminal 2 auf offener Straße erschossen worden sind. Auch dieser Anschlag gilt als islamistisch motiviert. Die USA haben jetzt die Warnstufe Force Protection Charlie ausgerufen. Die heißt wirklich so, ich musste erst mal lachen. Aber die Alarmstufe Force Protection Charlie ist die Warnstufe, die kommt, bevor man die Warnstufe Delta ausruft. Die höchstmögliche Warnstufe. Das Pentagon hat glaubwürdige Informationen erhalten, die darauf hinweisen, dass irgendeine Form eines Anschlags geplant ist. Das Pentagon reagierte auf Nachfrage zunächst nicht. Das zuständige Zentralkommando des US-Militärs in Stuttgart wollte sich auf Nachfrage des Senders CNN nicht zu den spezifischen Schutzvorkehrungen der Streitkräfte äußern. Und hier äußern sich amerikanische Streitkräfte nicht auf Nachfrage von US-Medien. Ist nicht so, als hätte das Stuttgarter Tagblatt hier angefragt und keine Antwort erhalten. Es gibt nach Informationen von der Bild-Zeitung in Deutschland bisher ein Trageverbot der Uniformen für US-Soldaten. Sie dürfen quasi ihre Kasernen nicht in Uniform verlassen. Der Experte Peter Neumann sagt gegenüber Bild, Zitat, keine Zweifel, dass es auch dieses Mal um Anschlagspläne des ISPK geht, dem Islamischen Staat Provinz Khorasan, denen auch der Anschlag in Moskau auf die Konzerthalle zugerechnet wird oder die versuchten Anschläge auf den Kölner Dom an Weihnachten und auf den Wiener Stephansdom. Es ist jetzt hier quasi nichts Neues, dass es hier diese Warnungen gibt. Allerdings gibt es jetzt hier einen netten Hinweis, und zwar ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei eng mit den US-Behörden im Austausch über mögliche Sicherheitsrisiken. Für Deutschland gilt weiterhin, die Gefährdungslage ist anhaltend hoch. Ja, das wissen wir. Deutschland handle in diesem Bereich auf einer Linie mit den Amerikanern. Diese Aussage ist allerdings von Frau Faeser und ihrem Ministerium. Somit lässt es leider keine Rückschlüsse auf Boris Pistorius und die Bundeswehr schließen, denn das wäre jetzt hier interessant gewesen, wenn Deutschland in diesem Bereich auf einer Linie handelt mit den Amerikanern, würde das bedeuten, unsere Soldaten dürften nicht mehr in ihrer Uniform sich frei bei uns bewegen, sondern sie hätten das Uniformtrageverbot außerhalb der Kaserne. Das ist etwas schwierig, denn zum Beispiel in der Deutschen Bahn dürfen sie nur kostenlos fahren in Uniform. So zumindest bei den Bundespolizisten. Ich denke, bei den Soldaten ist das ähnlich geregelt. Wer jetzt wieder sagt, Army, go home, und ohne den Amerikaner hätten wir diese Probleme nicht. Nun ja, wir hätten vielleicht nicht die Anschlagsbedrohungen auf die US-Stützpunkte, dann hätten wir allerdings Anschlagsbedrohungen auf Dinge von uns. Was mich ja wundert hier ist, dass das neue NATO-Hauptquartier in Wiesbaden mit keinem Wort erwähnt wurde. Auch es gibt hier anscheinend keinerlei Zusammenhang dieser Bedrohungslage mit dem Ukraine-Konflikt, was immer wieder etwas interessant ist in der Auslegungssache, denn auch Russland hat krasse Verbindungen auch schon in der Vergangenheit gehabt zu Islamisten und hat auch Einfluss auf Migrationsströme. Das wissen wir. Die Russen haben selbst ziemlich viele Islamisten inzwischen in Russland. Das ist gar nicht so einfach, dieses Thema. Und dennoch gibt es jetzt hier konkrete Anschlagsbedrohungen und sie sagen in der nächsten Woche oder so.
Wir haben jetzt 14 Tage der Fußball-EM rum, auch 14 Tage Grenzkontrollen sind rum, die Bilanz kann sich wirklich sehen lassen, dazu machen wir aber ein anderes Video. Es ist bisher wirklich toi 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 alles schiefgegangen bei dieser EM. Sie hatten zwei krasse Sicherheitsvorfälle und das waren Leute, die ihnen nichts Böses wollten. Einmal der YouTuber, der als Maskottchen in München auf dem Stadionrasen rumspaziert ist und dann beim letzten Spiel den Roofer, also den Dachkletterer, der Fotos machen wollte und vom SEK, der vom Dach der Arena des Signal Iduna Parks in Dortmund geholt werden musste. Und sie sagen weiterhin, es bestand zu keiner Zeit Gefahr für irgendjemanden. Das ist weiterhin gelogen. Und ja, ich behaupte hier, das SEK und die Polizei lügt. Denn dieser Mann war 53 Minuten die gesamte zweite Halbzeit über den Köpfen der, also der Zuschauer im Stadion. Und das ist definitiv ein Risiko. Alleine wenn er da oben aus medizinischen Gründen auf einmal anfängt herunterzufallen, trifft er mit seinem Rucksack unten 3-4 Leute, die dann wirklich schwer verletzt sind. Aber zu keinem Zeitpunkt keine Gefahr für niemanden. Ich kann nur sagen, sie hatten bis jetzt verdammtes Glück. Wir haben, was wir so beobachten können, keine Zunahme der Gewalt, die wir nicht sonst auch hätten. Wir haben weiterhin Messerangriffe, Totschlag, Mord, Vergewaltigung im üblichen Ausmaß inzwischen. Es ist jetzt nicht so, als hätte sich irgendwas spürbar verdoppelt, verdreifacht, seitdem wir seit 14 Tagen die Spiele haben. Auch gab es bisher einen Messerangriff in Stuttgart von einem Syrer auf einer Fanmeile mit 3 Verletzten. Es geht hier wirklich bisher alles ziemlich glimpflich aus, muss man sagen. Da ist aber auch die Frage, vielleicht wartet man ja auch einfach die Vorrunde ab und lässt dann am Ende die Stimmung steigen. Ich kann nicht in Köpfe von solchen Wahnsinnigen reinschauen. Ich weiß nicht, was sie geplant haben und wann sie es geplant haben. Aber eines ist sicher, sie werden sicher nicht alle bekehrt worden sein und jetzt fröhlich irgendwo ihre ruhigen Dinge machen. Also, wie gibt es das schöne Sprichwort? Lieber einen Krieger im Garten als einen Gärtner im Krieg. Sie sind wohl alle vorbereitet, die Krieger im Garten, und warten darauf, bis es losgeht. Wir sind die Gärtner im Krieg, denn uns lässt man verblöden, verarmen, entwaffnet uns und so weiter und so fort. Kein ausreichendes Training für die Polizei, geschweige denn anständiger Zivilschutz für die Bevölkerung, geschweige denn Selbstverteidigungskurse oder sonstige Dinge, um dieser Aggression auf unseren Straßen hier Herr zu werden. Wir sind uns selbst überlassen. Du und ich, wir können nur selbst für uns das Beste herausholen. Wir können uns versuchen, privat, sportlich fit zu halten. Wir können versuchen, Kampfsport zu erlernen. Da bin ich auch gerade am Überlegen, was denn in dieser akuten Sicherheitslage hier inzwischen angebracht ist. Denn die ganzen Aussagen mit, dann rennst du weg etc., ist ja alles absoluter Schwachsinn. Erstens rennt man nicht weg vor jemandem, der ein Messer hat, denn dann wird man in den Rücken gestochen. Also die meisten, die ein Messer haben, sind jünger wie ich. Im Zweifel sind sie dann auch schneller wie ich. Wenn ich mich rumdrehe und weglaufe, habe ich ein paar Schritte und dann bin ich trotzdem Opfer geworden. Das heißt, man muss sich zur Wehr setzen und vor allem, ich habe Familie, wie ihr wisst. Das heißt, ich kann hier schlecht wegrennen und alle anderen stehen lassen. Das heißt, man muss sich dem Aggressor stellen und das ist gar keine so einfache Sache, wenn einer vor einem mit einem 16 cm Kampfmesser steht. Darauf gilt es sich inzwischen vorzubereiten, solange man täglich auf diesen Straßen unterwegs ist. Ja, das ist bitter, aber das ist das, womit wir uns im Jahre 2024 hier beschäftigen müssen. Wir müssen lernen, uns zu verteidigen. Die Amerikaner, die sagen auch, Leute, alle mal einen Schritt zurückgehen, alle mal den Kopf einziehen. Wir haben da etwas aufgeschnappt mit unserer Intelligence und das ist ja gerade das Spannende daran. Sie hören alles ab. Ich weiß nicht, wie viel Sie davon analysieren können. Mich würde wirklich mal spannend interessieren, welches Lagebild haben US-Geheimdienste über die deutsche Moscheenlandschaft? Wissen Sie wirklich, was dort jeden Freitag gepredigt wird? Wissen Sie es im Einzelnen, im Transkript und können ganz genau sagen, das und das wird hier gesagt, das und das wird hier gesagt, das hat solche Auswirkungen und Konsequenzen. Das fände ich spannend. Netflix, wenn ihr mal eine Serie machen wollt, lasst euch davon mal inspirieren. Das wäre wirklich interessant, wenn ihr da etwas zu Tageslicht fördern könnt, damit wir alle wüssten, wie dort gearbeitet wird oder ob es einfach der Blindflug ist oder wie sagte Herbert Reul, wir stochern deinen Nebel. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal. Abonniere auch unbedingt Telegram. Heute bist du von YouTube wieder nicht über ein Video benachrichtigt worden. Und das für 85.000 Abonnenten, die sicher ab und zu mal auf ein neues Video warten. Deswegen abonniere, was das Zeug hält und kommentiere das Video. Wie siehst du die Lage in diesem Land? Ich sehe sie nur noch schwarz und katastrophal. Aber
den Kopf in den Sand stecken, das machen schon die Politiker. Wir können uns das nicht leisten. Ich bin gespannt auf deine Meinung und sage ciao, bis bald.